Hi meine Lieben. Hallo. Hi. Ihr seht gerade hier so ein Puschel für ein Mikro. Und zwar sind wir gerade in Gerthof, weil wir einen Tierpark wollen. Und es ist kalt. Und es ist hier eisig kalt und vor allem stürmisch. Und wir wollen uns natürlich jetzt auch mal das Haus auf dem Kopf angucken, was ihr aber nachher bei TaylorTube sehen könnt. So, und wir gehen jetzt einmal in den Tierpark erstmal rein. Ja. Es friert nämlich schon, es ist hier echt kalt. Ins Affenhaus. Ins Affenhaus, genau. Okay, wir haben zwei Erwachsene und ein Kind. Ja. So, jetzt unsere erste Station ist einmal bei den Pferden hier. Ja, das ist hier ein bisschen. Das sind die Pferde. Wir kommen rein hier. Genau, hier stehen die ja schon. Und ein bisschen wärmer ist es. Wir sind jetzt hier bei den Affen. Da sind schon welche. Guck mal, ich möchte gerne was haben. Guck mal, was haben wir hier? Ein Papagei und noch mehrere. Haben sie gerade geprügelt? Auch das essen die. Kann man wohl schlecht essen, das sind wir eigentlich. Guck mal. Nee, brauch nicht schmeißen. Guck mal, hier geht's voll. Wieso jagt er jetzt einen anderen? Keine Ahnung. Wieso hat er den anderen gejagt? Weiß nicht. Guck dir das mal an, was sie da machen. Jetzt gehen die alle auf ihn rauf. Oh, der Arme. Die schlafen, glaube ich. Da kann man die jetzt sehen, große Schimpansen. Das sind da zwei Stück auf dem Reifen. Warum denn auf dem Lebensgefahr? Nicht so lange Kinder. Und hier gibt das Glas. Und dahinter noch das Gitter. Ja, aber warum? Sind sie so aggressiv? So, hier sind wir jetzt einmal in den Tropen. Können wir so ein bisschen aufwärmen hier. Hier sind ganz tolle Pflanzen und Ash ruft schon da hinten. Das ist so spannend. Ja. Bei den roten Flamingos, ne? Zwergflamingos, genau, und Kiwi-Flamingos. Genau, da sind die alle schön bunt. Hier ist das coole Haus. Da wir nun heute nicht in dieses umgedrehte Haus reingehen können, weil das ja noch geschlossen hat, gehen wir es trotzdem schon mal hin, um Ash das mal zu zeigen. Das letzte Mal, als wir hier waren, war Ash gerade beim Kinderwagen. Also da hast du natürlich keine Erinnerungen mehr. Kannst dich nie mehr dran erinnern. Nein, es ist immer noch so kalt hier. So, und hier ist das Haus auf dem Kopf. Leider geschlossen. Leider geschlossen. Und das Spider-Man da oben drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das da oben sehen könnt. Da ist auf jeden Fall ein Roller, Bobbycar und Co. oben drauf. Dann oben drüber, guckt mal, da ist ein Kinderwagen und sogar ein Blumentopf. Also das ist alles auf dem Kopf. So, und da sind auch die Gartenmöbel. Das ist richtig cool. So sieht es nicht von unten aus. Herein spaziert. So, wo sind die alle? Da hinten sind ein paar Enten. Schau. Da war eine hier. Hier eine Ente, die ist eingefroren. Tiefkühlente. Eine Stoffente? Ja, Tiefkühlente. Nein, das ist echt. Die läuft. Vorne. Ich hab Angst. Machen wir Gegenverkehr. Was? Und die haben verdammt spitze Schnäbel. Und hier drüben Elefanten. Sehen wir Kamele. Kann man da irgendwo rangehen? Bestimmt. Wir gehen da mal rüber. Die andere Enten. Die sind aufrecht wie Pinguine hier. Ja. Entenpinguine. Normalerweise gehen Enten anders. Ja. Die laufen. Das sind bestimmt Laufenten. Ja. Was sind das hier? Eier. Ganz viele Eier. Kann man schon Ostern? Nee, noch nicht. Was ist das hier? Verschiedene Eier. Was ist das? Das ist ein Rieseninsekt. Ja, eine Ameise. Genau. Wenn das angeflogen kommt, bin ich weg. Den Kopf da reinstecken. Hörst du da was? Ne? Noch näher ran. Hörst du da was? Ja. Was denn? Mach selber drüber.
Das ist wahrscheinlich genauso, als wenn man sich eine Muschel ans Ohr Rauschen. Hält, ja. Ja. Dann ja. hört man das eigene Rauschen ja. im Ohr. Ja. Wollen wir noch eine Kleinigkeit essen gehen? Was denn? Da hat jemand so ein Preisschild durch den Flügel so. Gehauen. Ja, das ist auch arme Tiere. Genau. So, kommt. Wir essen ein paar Pommes hier. Wollen wir jetzt eine Kleinigkeit essen? Na, euch? So, hier ist die Speisekarte. Muss ja mal gucken, was wir hier so bestellen. Ich nehme mal ein paar Pommes oder so. Ne? Das ist jemand hinter dir, ein Opa. Ich muss die so aufnehmen. Ich bin jetzt gekommen. Ich habe jetzt hier einmal Holz. Packt mir Ash hier noch Pommes drauf. So. Du hast jetzt Pommes und Schnitzel. Pommes mit Schnitzel, genau. Ash und du. Pommes und Schnitzel. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Jetzt sind wir jetzt aus dem Bistro raus. Und Ash ist schon mal Richtung Steichelzoo. Er wollte da gerne rein. Die Tür zu machen. Ja. Raus, ja. Ja, der kommt jetzt raus. Guck mal. Geh mal rein dann mit denen. Oh, je. Guck mal, die wollen schnell ausbrechen. Oh. Wollen die jetzt hier rein? Hat, glaube ich, ein bisschen Angst, ne? Oder wie? Okay, so da warten wir schon. Ja. Ja. Haben die gar nichts zu futtern gekriegt von den Leuten hier? Lass Papa in Ruhe. Lass Papa in Ruhe. Nicht schreien, mein Spatz. Komm her. Ihr guckt auch in die Kamera, ne? Ja, genau. Ja, cool. Die denken auch echt hier, alles was man in der Hand hat, ist was zu essen, ne? Auch wenn es eine Kamera ist. Ja, ist da drin? Da drin ist nichts. Keiner da. Bäh. Und die ist ganz Bäh. Ruhig hier. Wo ist denn der andere, der mir Bäh sagt? Der ist da vorne. Ja, guck mal hier, die Kleinen können wir noch mal angucken hier. Und hier kämpfen zwei. Wer weiß, wer da gewinnt. Vielleicht ist es auch nur Spaß. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Der Tierpark macht um 16 Uhr zu. Wir haben jetzt einigermaßen doch vieles gesehen, ne, Ash? Ja. Ja, genau. Und jetzt? Ach, nix. Die Haare kleben, sag ich nur. Die ja, kleben es ist irgendwie so. So Batsch, Batsch. Sind geladen. Ja. Und jetzt fahren wir auch nach Hause. An. Genau. Und ich würde sagen, das war's auch mit unserem Video und mit meinem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind jetzt einigermaßen irgendwie durchgefroren jetzt doch, ne? Nein. Doch, so. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Im Sommer kommen wir nochmal hierher wegen diesem Haus. Auf jeden Fall, ne? Ja, gehen wir nochmal rein. Ja.